Na toll. So habt ihr auch noch kein Video von mir anfangen sehen. Das ist jetzt hier eine leere Schale und da war vorher noch was da. Wir sind bei mir im Keller und das heißt, es stimmt, was ich vermutet habe. Ich habe Mäuse im Keller. Okay, aber da wissen wir uns vielleicht zu helfen. Jetzt möchte ich mal was probieren, was online toll als Abhilfe für eine Lebendfalle dargestellt wurde. Und das bauen wir jetzt. Und da schauen wir mal, ob das funktioniert. Ich kann mir das nicht vorstellen. Also Mittelpunkt der Lebendfalle soll sein, so geht der Mythos, der Mythbusters hier, und zwar ein Eimer, eine Kiste, eine Stange und eine Klorolle. Und etwas Schokopampe. Die Idee ist, hier diese Stange mit diesem Eimer zu verbinden, hier etwas Schokopampe auf den Mittelpunkt der Rolle zu tun. Und ihr kommt drauf, alles hier beweglich, wackelig, Maus springt hier drauf, rutscht aus, fällt in den Eimer und blöd. Jetzt muss man der Maus natürlich noch eine Rampe bauen, weil sonst ist hier aus mit die Maus, ne? Das tut sonst nicht. Und angeblich, wenn man der so eine kleine Spur legt, dann latscht die da ganz gemütlich da hoch und läuft in die Falle. Und dann machen wir Deckeli drauf und dann schmeißen wir sie irgendwo in die Prärie. So weit der Plan. Aha, so. Jetzt einmal der Plan aus der Sicht der Maus. Also erst latschen wir, also wir Maus, hier diese schöne Rampe hoch. Ne? Ihr seht das hier, diese Rampe hoch. Da ist schon ein bisschen Schokolade zum Anfixen. Und dann stehen wir so hier an dieser Klippe und denken uns, ja, das ist jetzt blöd. Weil die Schokolade, die ist jetzt genau hier. Und ich habe keine Ahnung, wie weit die handelsübliche Maus springen kann, aber mir jetzt da total vertut. Wahrscheinlich ist nachher die Schokolade weg. Die Maus auch. Oh, nee. Gut, dann geht es halt wieder zur Todesfalle. Ne? Also das Ding jetzt ist hier, habe ich nur zwei Löchli in den Eimer gemacht und hier ein PE-Rohr über, ob das nachher genug glibberig ist, dass das Viech dann das nicht bewegt kriegt oder ob, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, ob das, bin echt gespannt, das wird jetzt Jugendforscht hier. Also jedenfalls da unten ist nochmal ein Breckerl Schokolade, weil falls er doch reinfliegt, dann denkt sie sich, das ist jetzt blöd, aber die Schokolade, die fress ich jetzt auch noch, ne? Auf die Figur brauchen wir jetzt auch nicht mehr achten. Okay, ist auch mal gespannt. Kleines Addendum, hier ist natürlich ein Pfeil auf der Rampe, weil eine Maus, die lesen kann, die weiß dann wenigstens, wo sie hin muss. Na toll. Es wurde Abend, es wurde Morgen, das ist schon der zweite Tag. Und die Maus rafft es irgendwie nicht. Also meine Maus ist irgendwie zu blöd. Dabei habe ich doch extra noch diesen tollen Pfeil hier. Was sie aber gerafft hat, und zwar hatte ich hier als Markierung so ein, wie heißen diese, ich weiß nicht, Dingsbums, so salzstangenartiges Gedöns hin. Das hat sie gefressen. Aber die gute Nusscreme, die sie angeblich so gerne mag, die hat es nicht gefressen. Deswegen habe ich jetzt hier so mit der Bissele von dieser Nusscreme da, mit der billigen, das Zeug fest. Und jetzt muss das eigentlich auch der dümmsten Maus klar sein, wo sie hin soll, nämlich hier drauf und hier nein. Wenn sie jetzt das nicht rafft, dann kauft man die richtigen Fallen. Also ich bin ja echt eigentlich ein friedlicher Mensch, aber schaut euch mal das an. Den Pfeil hat sie gerafft und dann hat sie tatsächlich die ganzen Köder hochgefressen und hat tatsächlich irgendwie es geschafft, auch noch die Nuss-Nougat-Creme wegzufressen, ohne in den Eimer zu fallen. Die hat die Anleitung nicht verstanden. Was ich gelernt habe ist, guter Köder, Nuss-Nougat-Creme mit Funny Frisch, wie heißen diese Sticks-Dingsbums da, also diese Knabber-Dinger da. Aber was das auch heißt, ist allen klar, das heißt Krieg.